Ein Mädchen ist 4 Jahre älter als ihre Schwester. Vor 4 Jahren war sie doppelt so alt wie ihr Schwesterchen. Frage: Wie alt sind die beiden jetzt? Zuerst stellen wir die Unbekannten. Seien x das Alter der älteren Schwester und y das Alter der jüngeren Schwester. In Schritt 2 stellen wir das Gleichungssystem auf. Hier steht, ein Mädchen ist 4 Jahre älter als ihre Schwester. Das bedeutet, dass x gleich y plus 4 ist. Vor 4 Jahren war die ältere Schwester x minus 4 Jahre alt und die jüngere Schwester y minus 4 Jahre alt. Und in dem Moment war das Alter der älteren Schwester genau das Doppelte vom Alter der jüngeren Schwester. In Schritt 3 lösen wir dieses Gleichungssystem. Da x in der ersten Gleichung als y plus 4 beschrieben wird, können wir in der zweiten Gleichung x durch y plus 4 ersetzen. So erhalten wir diese Gleichung. 4 minus 4, das macht 0. Diese zwei Termen entfallen. Dieses y setzen wir rechts rüber. Dann wird es dazu minus y. 2y minus y, das macht also rechts y. Und minus 8 setzen wir links rüber, wo sie zur 8 wird. So finden wir also, dass 8 gleich y ist. Also ist y gleich 8. Da wir y gefunden haben, können wir in dieser ersten Gleichung y durch 8 ersetzen und so finden wir, dass x 8 plus 4, also 12 ist. Wir beantworten diese Frage mit einem Endsatz: Die Schwestern sind 12 und 8 Jahre alt.